Jeder Mensch, der noch halbwegs gesunde Füße hat, ist in der Lage, laufen zu lernen. Mein Name ist Fabian Sinning und ich bin Natural Running Coach und ich bringe Leuten bei, mit ihren Füßen zu laufen und eben nicht nur mit Schuhen zu laufen, sondern ich bringe den Leuten bei, wie man die Füße so benutzt, dass sie auch funktionieren können, so wie sie evolutionär mal gedacht waren. In dem Moment, wo wir die Füße aus den Schuhen rausnehmen, könnten die Füße erstmal breit werden. Das können sie aber gar nicht mehr, weil die meisten Menschen sind gar nicht mehr dazu in der Lage, den großen Zeh tatsächlich zu bewegen, die separate Großzehenmuskulatur anzusteuern. Der große Zeh ist insofern wichtig, weil er für uns Mensch die natürliche Pronationsstütze ist. Das heißt, in der Pronationsbewegung beendet der große Zeh die Gehbewegung. Wenn du dir den Sprunggelenk anguckst hier, dass du, wenn du den großen Zeh rausnimmst, dass du sofort hier nach innen wegfällst, ne? So. Und das ist das, was ich mit Kollabieren im Sprunggelenk meinte. Wenn das nicht da ist, dann ist die Stütze, die das Sprunggelenk hier aufrichtet, dann ist die nicht mehr vorhanden. Diese Funktion, die er hat, die kann er nur erfüllen, in dem Moment, wo er wirklich nach außen, oder beziehungsweise wo die großen Zehen zueinander zeigen. Nur in diesem Moment kann er eigentlich dieses nach innen knicken verhindern. Dieses Abrollen, was der Jogging-Schuh propagiert, der muss die ganze Zeit hier seinen Fuß aufsetzen, meistens dann auch noch über ein relativ gestrecktes Gelenk und muss sich da drüber hebeln. Das ist, wenn wir gehen, ist das normal. Gehen tun wir tatsächlich über die Ferse, deswegen ist die auch abgerundet hinten. Ideal läufst du, indem du die Ferse aufsetzt, dann die Außenkante, die Ballen kommt runter, Zehen kommen auf den Boden, ich stehe stabil. Mein anderer Fuß kann in der Zwischenzeit hier nach vorne pendeln, ich setze den ab und laufe hier wirklich aktiv über die komplette Fußsohle. Auch den großen Zeh natürlich trainieren, also was ich auch immer mache, ist, ich nehme so Terrabänder oder so ein Gummiband, bringe es dann vorne am Zeh und dann bringe ich einfach mal wieder, gebe ich dem Zeh so einen Bewegungsimpuls, dass der mal da hinkommt, wo er hin kann, und dann kannst du das gleiche mit der Bewegung trainieren, dass es im Gehirn auch wieder gebahnt wird, dass der sich tatsächlich so bewegt. Also eigentlich bräuchte es meinen Job nicht, wenn der Mensch noch in der Lage wäre, auf seinen Körper zu hören.